Und damit herzlich willkommen hier zurück zu Dragon Ball Z Kakarot. Wir wollen den kleinen Son Goku natürlich hier nicht warten lassen, so wie er hier wimmert und weint und schnieft und Hunger hat. Ach, das arme kleine Kind. Ja, da werden wir natürlich jetzt hier weiterspielen und mal ein bisschen Kräuter sammeln und gucken, wo wir überhaupt hin müssen. So. Kann man hier irgendwie ranzoomen? Ja. Aber auch nicht wirklich weit. Gut, wir sind auf jeden Fall ganz in der Nähe scheinbar. Hallo, ist da jemand? Okay, da müssen wir hin. Er ist aber auch maximal langsam. Ich bin ganz allein. Jurassic Park Feeling. Moin! Hilfe! Hilfe zu Hilfe! Oh nein, ich komme nicht mehr runter. Lustiges Kind. Kleiner Mistbengel. Wurde er schon getötet? Wurde er etwa schon getötet? Der Superangriff Spezial Höllenspirale ist jetzt für Piccolo verfügbar. Im Story-Modus freigeschaltete Superangriffe. Wenn du wenn du in der Hauptstory vorankommst, erhältst du Zugriff auf neue Superangriffe, egal ob du sie durch die Story oder auf einem Trainingsgelände erworben hast. Du musst sie in der Superangriffsauswahl festlegen, um sie zu benutzen. Wenn das Girl hier stirbt, ist alles, was er je, weiß ich nicht wo, gemacht hat, keine Ahnung was. Gut, wir gucken uns erstmal den Angriff an. Nein. Da. Ja, machen wir mal auf A, dann haben wir alles voll. Hier gibt's auch richtig viele Sachen, die wir einsammeln können. Aber es sieht lustig aus, wenn Piccolo rennt. Kennt man nicht so von ihm. Hier geht's ja weiter. Nice! Sind hier eigentlich auch Roboter? Die Hauptgegner? Gucken wir doch mal. Hä? Ist hier irgendwo eine Höhle oder was? Hä? Ich keine Ahnung. Wir werden schon einen finden. Ja, hier sind auch Roboter. Also, ich muss ehrlich sagen, so von den Kämpfen. Hätte man echt noch was anderes reinbringen sollen. Ich wollte gerade sagen. Warum war das denn jetzt so verzögert? Ja gut. Also von den Kämpfen hätte man echt was anderes reinbringen können, aber bis jetzt haben wir ja nur gegen diese Roboter gekämpft. Als
Ja, Gegner halt, ne? Weil ich meine, bei Son Goku, als er ja noch Kind war, gab es ja dann, ja, okay, Red Ribbon Armee, das sind ja die Roboter, aber ja, es gab ja auch noch Banditen und whatever, andere Kämpfer, was zum Teufel. Der Junge hat wahrscheinlich gerade alle Hände voll zu tun. Ich muss mich wohl selbst um sie kümmern. Ja, machen wir doch. Besiege alle Gegner in der Umgebung. So, gucken wir nochmal, also erstmal ausweichen hier. So, was können wir denn? Dämonen, Spiralblitz. So, was können wir noch? Okay, wir laden das echt so lange auf, oder was? Explosionswelle. Ja, und jetzt halt noch die Höllenspirale. Ja gut. Müssen wir erstmal gucken. Trotzdem S bekommen. Toll. Ach, die sind oben. Okay. Gut, dann werden wir natürlich hier erstmal so eine Welle reinhauen. Und noch eine Welle reinhauen, weil die echt gut reinballert. Easy. Man muss ja erstmal gucken, was sie können so. Sind die letzten. Gut. Mit der Höllenspirale mal treffen. Geht doch. Aufstieg. So, geschafft. Also, dann schauen wir mal, wie es dem kleinen Hosenscheißer eigentlich geht. Gegangen ist. Hoffentlich hat er es ihn härter gemacht, ihn den Wölfen vorzuwerfen. Okay, er ist ja jetzt 3 Minuten erst draußen. Oder sind jetzt schon hier ein paar Monate vergangen?
Ich hab Hunger. Ich hab so einen Hunger. Kleiner Rotzbengel. Wir sind immer noch nicht gut genug, um gegen die Saiyajin zu kämpfen. Seine verborgene Stärke ist unsere einzige Hoffnung. Na schön, dieses Mal komme ich ihm zu Hilfe. Sieht aus, als gäbe es hier nur Äpfel zu essen. Hä, hier gibt es auch massig an Fleisch. Da gibt es doch hier Rehe und keine Ahnung was. Da müssen wir jetzt Äpfel holen. Unreife Äpfel sogar. Entschuldigung, dass ich nur reife Äpfel finde. Woran erkennt man denn jetzt, dass es unreife Äpfel sind oder ist es einfach random? Irgendwie jeder vierte Apfel ist unreif oder was? Na? Mein Mann baut leckeres Gemüse an und ich koche es. Und dann essen wir es. Schön. Unser leckeres Gemüse wie unseres sollte für alle da sein. Also teilen wir es, wenn möglich, mit anderen. Ja, das kannst du natürlich ganz gerne sagen, weil... Naja, hier gibt's halt so wenig Leute, mit denen du teilen kannst. Natürlich sagt man das dann mal gerne. Kraut. Ach, die sind auch noch dahinter. Hier unten. So, jetzt gib mir mal hier so ein paar unreife Äpfel. Das Ding ist, man findet ja am Boden echt nur Kraut. Nicht mal wenigstens wie ein Pilz oder sowas. Also das finde ich, da hätten sie ein bisschen was besser machen können. Warum soll ich die ganze Zeit unreife Äpfel? Das verstehe ich nicht. Warum unreife Äpfel? Ich meine, wir finden auch so viele reife Äpfel. So, erstmal gibt es hier so eine schöne Höllenspirale ins Gesicht. Und für ihn auch. Mann, wir finden ja nur Äpfel.
Wo findet man denn jetzt die unreife Äpfel? Das will ich jetzt mal wissen. Oder gibt es die nur in diesem Gebiet hier? Fällt mir gerade mal so ein, so auf. Hier vielleicht. Schlecht. Gut, jetzt kriegt der kleine unreife Äpfel zu essen. Ich hasse es hier, ich habe Hunger, ich will nach Hause. Sie sehen aber sehr reif aus, die Äpfel. Ich habe Äpfel gefunden, vor allem er hat Äpfel gefunden. Die sind einfach gespawnt. Wow, ziemlich hell dafür, dass es Nacht ist. Ach nee, jetzt kommt der Vollmond und er hat ja noch seinen Schweif. Das ist der Mond. Wow, ist der groß und rund. Ich habe noch nie einen Vollmond gesehen. Was zur? Gut, das ist der Endgegner. Shit, was ist denn drauf, Alter? Aber er ist Gott sei Dank ist er relativ ja, schwerfällig. Gut. Okay, lieber Fernkampf. Sehr gut, er kann nicht mehr. Sick. Der gute Wehraffe. Was zur Hölle geht hier vor? Wenn er so weitermacht, ist von der Erde bald nichts mehr übrig. Das hält eine Festung der Vollmond unsere volle Stärke. Das sollte ein Idiot wie du wissen. Ah ja, der Vollmond. Ja, du musst den Vollmond zerstören. Das ist die logische Schlussfolgerung. Dadurch sind dann zwar auf der Erde auch die Gezeiten komplett im Arsch, aber egal. Aber die Hose bleibt an. Das Shirt ist zerrissen durch die Größe, aber die Hose, die ist ultra stretch. Die Schuhe auch. Wer hätte gedacht, dass dieses Kind sich so transformieren kann, muss an den Saiyajin Blut liegen. Er braucht auch mal einen Vollmond und seine Schweife und seine Transformation bloß weg damit. Hey, du hast doch den Mond kaputt gemacht. Reicht das nicht? Ja, er hat den Schweif einfach weggerissen. Was war das denn gerade für ein Angriff, dass er ihn jetzt nur Kleidung gemacht hat und ein Schwert? Gut.
Piccolo überlässt Son Gohan sich selbst und einige Monate vergehen. Ich habe solchen Hunger. Wenn ich nur Obst esse, kriege ich später Hunger. Okay. Ich hätte jetzt echt Lust auf Fleisch. Das riecht aber gut. Okay, dann hol dir auch Fleisch. Sind wir jetzt hier mal ein bisschen schneller? Du kannst jetzt nicht fliegen. Ja, okay, er läuft ein bisschen schneller. Also, wo kriege ich jetzt Fleisch her? Ich könnte vielleicht einen Fisch fangen oder so. Ja, das kannst du jetzt nicht, weil dein Schweif fehlt. Ach, der Dicke. Den kennt doch auch Son Goku. Entschuldigung. Hä? Was zum... Je länger ich dich anschaue, desto mehr ähnelst du Son Goku als Kind. Ihr seid definitiv verwandt. Moment mal, bist du sein Kind oder so? Ja. Mein Name ist Son Gohan. Ist cool, ich bin Jirobi. Son Goku und ich sind enge Freunde. Wir kennen uns schon lange. Mann, das muss ja ziemlich hart sein, wenn man Piccolo so an der Backe kleben hat, oder? Ich kenne das Gefühl. Bulma kriege ich auch nicht los. Die hat die ganze Zeit erzählt, dass du entführt wurdest und Hilfe brauchst oder sowas. Naja, sie bat mich... Sie hat mich wegen der ganzen Sache einfach nicht in Ruhe gelassen, also bin ich hier. Aber ich hatte mich auf der Suche nach dir irgendwie verlaufen und mir schon Sorgen gemacht. Ich stand schon kurz davor, alles abzubrechen, um wieder nach Hause zu gehen. Also ist es doch gut, dass du mich gefunden hast. Du hast bestimmt Probleme, was zu essen zu finden, oder? Genau. Tja, das Fleisch hier gehört mir. Ich kann es dir also nicht einfach geben. Stattdessen zeige ich dir, wie man jagt. Oh, das meinst du mit Hilfe? Ja. Pass auf, kleines Kerlchen. Wenn ich einfach reinschneide und dich mitnehme, bringt Piccolo mich um. Also, ja. Aus dir mache ich einen Meisterjäger. Gut. Durchsuche nach Key-Sammelpunkten finden. Benutze Feld LB, um Umgebung... Achso, das kennen wir schon. So wird das gemacht. In Ordnung, versuchen wir es mal. Mach es mir einfach nach, dann bist du im Handumdrehen ein Profi. Fange 3 Hirsche. Hör zu, in der Nähe von Bäumen mit Früchten kannst du Hirsche finden. Gut. Dann kann er das auch, ja, nice. Oh. Da hinten sind aber welche. Eins. Zwei. Drei. Easy. Ja, der kann aber noch nicht hochspringen. Ja, das dürfte in Ordnung sein. Du müsstest jetzt allein klarkommen. Ja, schätze ich. Moment mal, du gehst? Ja, die Sache ist, dass ich gerade bei Gott trainiere. Wenn ich nicht bald wieder zurück bin, rastet der grüne Knabe aus. Also ja, ich glaube, ich gehe da mal. Oh, okay. Boom. Mach's gut, kleiner Mann. Der Typ ist wirklich... eine Marke. Ich kann bestimmt was zu essen finden, aber ich wünsche, ich könnte nach Hause. Hey, erstmal ohne Mampf kein Kampf, ne? Gut,
erst bei diesem Schatz da am besten. Du hast Jairobi als Abenteuer-Community-Anführer erhalten und ein neues Community-Board freigeschaltet. Ach so, okay, cool. In diesem Community kannst du Community-Skills aktivieren, die dir bei deinem Abenteuer helfen. Beteilige dich an dieser Community, wenn du beim Abenteuer mehr TP oder Key willst. Yo. Ja. Ich glaube, er hier ist auch Abenteuer. Oder? Nee, warte mal. Hier, er ist Schrauber. Ja. Er hier ist... dieses komische andere Zeichen da. Das ist Gott. Gott ist auch das. Was haben wir noch nicht freigeschaltet? Okay, schade Schokolade. Seit Son Gohan Begegnung mit Jirobi sind einige Monate vergangen. Da fällt Piccolo beim Training etwas Seltsames auf. Was zum? Die Saiyajin können noch nicht hier sein, aber ich spüre eine gewaltige Stärke. Das sollte ich mir mal ansehen. EP Piccolo 1686. Erstmal einen Aufstieg kriegen. Okay. Drei Stück. Fangen wir mal links an. Ach, Krillin, cool. Hey. Piccolo. Hey, du siehst stärker aus als sonst. Ja, ich habe bei Gott trainiert. Willst du sehen, was ich kann? Du scheinst dir nicht besonders sicher zu sein. Ich kann erkennen, dass du nicht gut für dich... dass es nicht gut für dich laufen wird. Entschuldigung. Kannst du mir das vorübeln? Immerhin wurde ich schon mal von einem Mitglied des Dämonenclans getötet. Ich mache mich echt wahnsinnig. Lächerlich. Schätze, ich muss diese Furcht aus dir rausprügeln. Greif mich an. Dann mal los. Easy. Also ich soll ihm jetzt die Angst nehmen, indem ich ihn verprügel. Damit er merkt, wie schwach er ist. Okay. Oh shit. Krillin, Alter. Ach, schade. Okay, dann haben wir uns gestreift. Shit. Da bist du aber jetzt selber schuld, Krillin. Da bist du ja gerade voll reingeballert. Gut. Das wär's mit Krillin. Aber wenigstens hat
Piccolo jetzt einen ganz guten Trainingspartner gefunden für einen Kampf. Nicht schlecht. Du konntest dich wirklich behaupten. Danke. Sieht aus, als würdest du bei deinem Training was richtig machen. Ja, ich glaube, das habe ich drauf. Wenn du nicht nochmal ein zweites Mal sterben willst, musst du mehr trainieren. Dann sehe ich in dir vielleicht auch mehr als nur ein Nichtsnutz. Hey, du, ich zeig's dir. Ich lerne bei großen Muten Orochi genau wie Son Goku. Und das heißt, ich werde stärker. Wart's nur ab. Nice. Er hat... Er ist Z-Krieger. Top. Dann können wir ihn gleich mal in Z-Krieger reinhauen. Die Energie von diesem Ding ist unglaublich. Das Ding ist Krillin, Alter. Gruppen. Nee, warte, das war was anderes. Community. Community Board. So, dann kommt hier erstmal Krillin rein. Jo, komm her. Krillin. Jo. Ich schätze mal. Jo. Lassen wir erstmal so. Gut, dann geht's zur Mitte. Das wäre da. Wer ist das? Yamchu? Nee, Tenshin Han. Und Shaozu. Tenshin Han, du bist viel stärker geworden. Achso, ja, mit dir wollte ich gar nicht reden. Mit dir wollte ich reden. Piccolo. Die Stärke, die ich gespürt habe, kam also von dir. Anscheinend wusstest du, dass ich in der Nähe war. Nicht übel für jemanden, der nur Ballast ist. Du hast ein ziemlich großes Mundwerk. Ich glaube ja nicht, dass ich dir jetzt traue. Für mich bist du immer noch der Feind. Dich besiege ich gleich hier, wenn ich es muss. Was? Glaubst du, er hätte es wirklich eine Chance gegen mich? Ja, ich habe bei Gott trainiert. Wirklich. Er hat mir gesagt, dass ich an die Oberfläche zurückkehren und meine Technik weiter verfeinern soll, indem ich gegen einen noch stärkeren Gegner antrete. Und mir fällt kein besserer Gegner ein als du. Ich zeige dir, wie stark ich geworden bin. Klingt gut. Ich könnte ein bisschen Unterhaltung gebrauchen. Ich bin dabei. Insane. Jetzt haben wir ja richtig viele neue Trainingspartner hier. Eigentlich wollte ich hier das hier machen. Aber machen wir das hier. Ach, geil. Nice, was war das denn? Oh, jetzt habe ich verpasst. Aber das war ja heftig. Na, schade. So, komm mal auf den Meter hier. Nein! Wir sind der große Piccolo! Und Aufstieg. Äh,
Du bist besser als ich dachte. Jedenfalls kannst du einfachen Ki-Explosionen ausweichen. Das Training war also wohl keine reine Zeitverschwendung. Du Abschaum, wie kannst du es wagen? Hier, jetzt hast du vielleicht die Oberhand, aber nicht mehr lange. Irgendwann werde ich dich besiegen. Das möchte ich mal sehen. Er ist auch ein Z-Kämpfer. Ein bisschen besseren haben, ne? Mal ein bisschen besseren haben, ne? So, why not? Gut, dann möchte Shao Zu was von uns. Hast du kurz Zeit? Shao Zu bereitet sich auf den anschließenden Kampf in Saiyajin vor, aber etwas scheint ihn zu bedrücken. Ja, klar, habe ich Zeit. Telekinese-Training. Was willst du denn? Raus damit. Nimm das. Was zum... Lähmung? Ich weiß nicht, was du hier versuchst, aber du bist offensichtlich bereit, dein Leben wegzuwerfen. Halt. Was? Tut mir leid, dass ich dich nicht früher gewarnt habe, aber Shao Zu probiert nur eine Technik aus, die gegen die Saiyajin hilft. Wir werden seine Stärke... ihm vor uns fliegenden Kampf brauchen. Mach dich nicht lächerlich, was nützt schon jemand Unbedeutendes wie er? Gib ihn frei, Shao Zu. Soll das ein Witz sein? Diese Technik reicht nicht aus, um mich zurückzuhalten. Du wirst nun herausfinden, wie stark Shao Zu tatsächlich ist. Aber Tenshin Han, ich... Keine Sorge, ich werde ebenfalls kämpfen. Schließlich sind wir ein Team. Wir sind beide stark, wenn wir den anderen unterstützen. Zeigen wir dem Widerling, was wir zu zweit drauf haben. Okay. Jo, dann kämpfen wir halt nochmal. War das jetzt gerade eine Höllenspirale? Gut, ich glaube, das war's mit Tenshin. Ach, wir können die. Okay. Schade, dass die Kombo nicht größer wird. Gut, das war's mit Shao Zu. Keuch, keuch. Mist. War ja zu erwarten. Das war kein großer Kampf. Schwächlinge wie du werden einfach nur Kanonenfutter für die Saiyajin sein. Tut mir leid, Tenshin Han. Wäre ich doch nur nicht so schwach. Gib nicht auf, Shao Zu.
Es ist noch viel zu tun. Wir müssen hart genug trainieren, um die Saiyajin zu besiegen und allen zu beweisen, dass man uns ernst nehmen sollte. Aber wenn meine Technik Saiyajins nichts anhaben kann, dann bleibt mir keine andere Wahl. Ach, wie schön. Gut. Dann haben wir ihn auch als Coin und er ist Essen. Können wir ihn auch mal direkt hier zum Essen reinmachen? Er wird gegessen. Gut, schau so. Und dann geht's ab zum letzten, der genau in die andere Richtung ist. Und danach machen wir erstmal einen Break. So, bin ich gespannt, wer jetzt hier ist. Vielleicht ist er das jetzt hier, Tenshinhan. Ach, nicht Tenshinhan, Jamshu meine ich. Das sieht so aus. Mit seiner Wolfstechnik. Die Stärke, die ich hier gespürt habe, kam also von dir, was? Ach ja, Krillin hat gesagt, du würdest jetzt auf unserer Seite kämpfen. Perfekt, das heißt, du kannst mir wirklich helfen. Lass mich mal ein paar Moves an dir ausprobieren. Du willst gegen mich kämpfen? Du bist wesentlich dümmer, als du aussiehst. Ha, tja, du siehst hier den neuen und besten Jamshu. Dank Gott. Ha, wirklich? Ja, Gott hat gesagt, dass ich gegen jemanden kämpfen soll, der stärker ist. Aber naja, ich glaube, dass ich selbst dich jetzt besiegen könnte. Son Goku wird mir nicht nochmal davon ziehen. Mach dich bereit, Kumpel. Dich erwartet nämlich eine echte Herausforderung. Na schön, aber gib nicht mir die Schuld, wenn du stirbst. Aber schön, dass die alle dasselbe sagen. Ach geil, das ist ja dieser sich bewegende Kiball. Easy. Was ist los? Ich müsste eigentlich viel besser sein. Die hellste Kerze auf der Torte bist du nicht, oder? Dachtest du, ich würde nur rumsitzen und Däumchen drehen, während du trainierst? Trainier so viel du willst. Es wird niemals reichen, um mich zu besiegen. Hört man, vielleicht hast du recht. Sei nicht traurig. Immerhin lebst du noch. Das ist doch auch schon was. Aber du wirst dein Training anders angehen müssen. Ach komm schon. Schreib mich noch nicht ab. Ich habe es drauf. So, was ist er? So ein Verkäufer oder was ist das? Erwachsener? Ich schaue besser mal nach dem Rotzbengel. Hoffentlich ist er seit unseren letzten Begegnungen abgehärteter geworden. Oh, und jetzt haben wir sogar Piccolo himself. Der natürlich ein Z-Kämpfer ist. So, dann packen wir mal schnell hier Piccolo rein. Und hier packen wir
ihn hier rein. Gut. Und dann würde ich sagen, ach komm, wir gucken noch einmal nach dem Junior und danach beenden wir die Folge. Anscheinend hast du ihn doch überlebt. Storybelohnung. In der Zwischenzeit setzt Son Goku seine mühsame Reise auf den Schlangenweg fort, um Meister Kaido trainieren zu können. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichte er endlich sein Ziel. Oh Mann, ist das hart. Oh Mann, wenn ich so weitermache, brauche ich über ein Jahr, um zu Kaido zu kommen. Moment mal, ey, das ist der Schweif. Ja, ich hab's geschafft, ich bin am Ziel. Ey, Moment, hier ist nichts. Was ist denn da oben für ein rundes Ding? Dort muss Meister Kaido sein. Oh ja. Kein Zweifel, das ist sogar ein Haus. Aber wenn hier Meister Kaido wohnt, wo ist er dann? Oh! Wer bist du? Hey, weißt du, wie man eine Kuh mit einer Axt nennt? Hackfleisch. Wow. Hä? Oh, vielleicht warst du ja zu fasziniert, um mich zu hören. Mann, du bist ein hoffnungsloser Fall. Okay, mal sehen, ob der hier dein Niveau trifft. Weißt du eigentlich, wie man ein helles Mammut nennt? Ist ganz einfach. Helmut. Perfekt. Warte, was? Was ist los? Was ist dein Problem? Wieso bist du überhaupt hier? Tja, ich hatte gehofft, dass du mich trainieren könntest. Dich trainieren? Red keinen Unsinn. Du kannst niemanden trainieren, der keinen Sinn für Humor besitzt. Ach komm schon, Meister Kaido, ich bitte dich. Tja, das könnte ich wohl, wenn du meinen kleinen Test bestehst. Wenn du einen Meisterkomiker wie mich zum Lachen bringst, werde ich dich trainieren. Moment mal, du willst, dass ich dir einen Witz erzähle? Eine Kuh mit einer Axt, nennt man Hackfleisch. Wo wohnt eine Katze am liebsten? Im Mietshaus. Hey, du hast gelacht. Ich habe es gesehen. Du bist wirklich gut. Das muss ich dir lassen. Im Mietshaus. Du hast Meister Kaido als Trainings-Community-Anführer erhalten und eine neue Community-Board freigeschaltet. Ach, nice. Das heißt, hier können wir jetzt dann auch... Ich meine, hier war doch einer. Er war Schraube. Er ist Gott oder was das sein soll. Der ist Gott. Ach, keine Ahnung, ich glaube nicht. Haben wir doch noch keinen gehabt. Ich werde dir den ultimativen Witz beibringen. Nein, danke, keine Lust auf Witz, ich will trainieren. Du bist im Training hier, warum hast du das nicht gleich gesagt? Aber ich werde dich zuerst prüfen, ich muss wissen, was ich hier zu tun habe. Toll, dann mal los.
Hey, wer ist dieser Kerl? Na gut, ich werde dich trainieren. Hä, hey, müssen wir nicht hier erst Banane fangen, wie der heißt? Der könnte wirklich das Zeug dazu haben. Er könnte sogar die Kaioken meistern und vielleicht sogar meine beste Technik. Ich hoffe nur, dass wir diese eine Nebenmission noch nachholen können. Ein göttlicher Lehrer. Puh, was ich heute wohl so machen werde. Vielleicht kann ich hier ein paar Dinosaurier jagen. Die können ganz schön gefährlich sein, also muss ich aufpassen. Oh, okay, erhöht. Mist. Sieht so aus, als wäre, hätten wir die Mission verpasst. Dinojagd, du kannst herumziehen und diese Dinosaurier K.O. gehen lassen, indem du sie mit Ki-Explosion angreifst, sodass sie Essen und Materialien fallen lassen. Sobald sie getroffen werden, stürmen sie auf dich zu. Und wenn sie dich treffen, wirst du zurückgestoßen. Aber sie fügen dir keinen Schaden zu. Achte also beim Feuern auf Abstand und bleib ruhig. Gut, insane. Dann, ach komm, es ist jetzt ein blöder Dinosaurier, die machen wir auch noch eben. Und dann, Warnung. Renn noch nicht weg. So, insane. Ist der Hut. Ein Kuss. Juhu! Ha! Sieht aus, als wäre dieses armselige, weinerliche Kind, das seine eigenen Äpfel nicht kriegen konnte, schon lange weg. Du bist der Typ, der mich hier ausgesetzt hat. Ich heiße Piccolo, vergiss das nicht. Piccolo? Moment mal, das ist doch nicht etwa der Piccolo, gegen den mein Papa vor langer Zeit gekämpft hat, oder? Dein Vater hat dir bestimmt schon von mir erzählt. Dann weißt du ja, wie furchteinflößend ich bin, nicht wahr? Ja, er hat doch was von einem Dämonenkönig Piccolo erzählt, der echt fies war. Okay, fangen wir mit den Grundlagen an. Ja? Als erstes musst du lernen zu fliegen. Son Gohan hatte begonnen, mit Piccolo zu trainieren. Um das Fliegen zu lernen, musste er erst sein Ki beherrschen. Mit Piccolo als strengen Lehrer lernte Son Gohan mit der Zeit, sein Ki zu kontrollieren. Ich hab's geschafft. Sehr gut, langsam beherrschst du deine Energie. Hey. Freu dich nicht zu früh, ich werde dich den echten Kampf lernen. Mach dich bereit zum Sparring. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist und denk ja nicht daran, einfach abzuhauen. Hast du verstanden? Gut. Wir können jetzt fliegen. Wir werden jetzt dann aufhören, wie wir angefangen haben mit Son Gohan. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Über ein Abo würde ich mich mega freuen. Kommentiert fleißig. Ich versuche dann so schnell wie möglich zu antworten. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein.